Ciao a tutti amici del solito nuovo canale Der Bomber. Vi mando un caloroso saluto e il solito Yabadu! Ah! Oggi ho intenzione di, come vedete l'argomento del video, ho intenzione di discutere con voi parlando in tedesco per l'ennesima volta. Avevo già fatto un video dove parlavo in tedesco. E quest'oggi, siccome c'è un mio fan, ci sono anche altri fan che seguono video e avrebbero il piacere di vedere il video mentre io parlo in tedesco, ho deciso di discutere con voi in tedesco, appunto. Ho intenzione di dire delle cose molto semplici, non dirò delle cose così difficili. Dirò semplicemente cosa ho fatto finora. E lo farò veramente con piacere, dirò le cose che insomma questo soprattutto queste persone che mi seguono magari interessano, insomma. Quindi dirò più o meno quello che ho fatto fino ad adesso in quest'anno e quello che intendo fare, diciamo. Ok, magari potrebbe anche essere interessante per gli italiani, quindi potrebbe essere interessante conoscere un po' questa lingua che è un po' tosta per qualcuno, per altri invece non è così difficile. Allora, jetzt möchte ich auf Deutsch reden und ich würde gerne dieses Gespräch für die Leute, die auf Deutsch sprechen, führen. Wie schon gesagt, bin ich seit einem Jahr hier in Deutschland. Ich habe viele Fortschritte in dieser Sprache gemacht. Jetzt spreche ich fast wie ein Deutscher, spreche ich fast wie ein Muttersprachler und ich bin sehr damit zufrieden, dass ich hier in Deutschland bin. Und ich habe am Anfang viele Schwierigkeiten getroffen, aber jetzt kann ich sehr, sehr gut auf Deutsch reden und ich habe, glaube, fast keine Schwierigkeiten mehr. Ich möchte einfach ein bisschen meine Geschichte hier in Deutschland erzählen. Ich habe einige Kurse hier in Deutschland besucht. Ich habe ganz viel allein gemacht. Ich bin 5-mal umgezogen und jetzt möchte ich einfach arbeiten. Eine gute Arbeit haben. Und in die Zukunft weiß ich nicht, aber vielleicht möchte ich auf Deutsch studieren, aber ich bin nicht so ganz sicher, da ich noch nicht die Lizenzprüfung bestanden habe. Und ich muss noch im Januar diese Prüfung bestehen. Und ich werde sehen, wenn ich diese Prüfung bestanden habe. Und ich begrüße alle die Deutschen, die mich ein bisschen folgen. Und danke schön für alles, auf Wiedersehen und bis bald. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Yabadu! Ah! Al prossimo video, ragazzi. Ci vediamo.